Folge Nummer 10 bei Evoland und damit willkommen, ihr Couchos. So, wir haben das Versteckspiel erfolgreich absolviert. Und jetzt brauchen wir unseren nächsten Job. Bedauere, Schätzchen, aber für die Nacht habe ich keine Arbeit für euch. Okay, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier drin schlafen. Bin mal gespannt, ob uns hier irgendwas Spezielles erwartet in der Nacht. Herr Schlammassel lobt euch in den höchsten Tönen. Die Nacht wird euch nichts kosten. Bleibt ihr? Ja, wir haben keine andere Wahl. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwas in der Nacht bestimmt passiert, weil es so betont wurde, ja, ihr müsst im Hotel schlafen und... Ja, wie gesagt, da hätte ich jetzt echt gedacht, dass irgendwas passieren wird in der Nacht. Hier die Liste der offenen Stellen. Sagt Bescheid, wenn ihr eine davon zusagt. Ach komm, gehen wir hier, machen wir hier in der Resistenz. Wobei, die zahlen ja ganz schlecht. Gehen wir lieber zu McDonald's. Seid ihr sicher, dass ihr Kellnern bei McDonald's annehmen wollt? Ja. Geht zu McDonald's. Dort wird man euch sagen, was zu tun ist. Aber denkt daran, es bloß nichts dort. Nicht, dass ich mir als Kind vorgestellt hätte. Ich wollte immer Astronaut werden. Ah, das kommt noch. Die Chance wirst du bestimmt noch bekommen. So, McDonald's. Hier ist bestimmt eben mächtig viel los. Also. Willkommen bei McDonald's. Die Küche ist noch geschlossen. Schaut später nochmal vorbei. Oh, seid ihr die neue Kellnerin? Perfekt, ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Service beginnt gleich. Soll ich euch erklären, was ihr zu tun habt? Ja, bitte. Ihr werdet sehen, es ist kinderleicht. Wenn ihr aufmerksam hinschaut, seht ihr, in welcher Stimmung der Gast ist. Der Gast kommt herein und nimmt Platz. Ihr müsst ihm Zeit geben, in Ruhe sein Gericht zu wählen. Dann wird er seine Bestellung aufgeben. Danach kommt ihr zu mir, um das Gericht abzuholen und es dann dem Gast zu servieren. Verwechselt nicht die Bestellungen. Als nächstes nimmt der Gast seine Mahlzeit ein. Manche Gäste brauchen dazu mehr Zeit als andere. Stört ihn nicht beim Essen. Die meisten Gäste hassen das. Wenn er fertig ist, wird er schnell bezahlen wollen, bevor er geht. Geht also schnell zu ihm, damit er nicht geht, ohne zu zahlen. Versucht mehrere Bestellungen gleichzeitig entgegenzunehmen, bevor ihr serviert. So mögen es die Gäste. Ihr könnt allerdings immer nur jeweils ein Gericht servieren. Das wär's. Kinderleicht, oder? Wollt ihr, dass ich die Anweisungen wiederhole? Nein. Wunderbar. Damit haben wir offiziell geöffnet. Ja, das Spiel kennt man. Ja, der wartet, glaube ich, noch, oder? Achso, er hat sich nicht entschieden. Okay. Den Salat, bitte. Big Wok. Salat und Big Wok. Okay. Den Salat. Bitteschön. Und einmal den Big Wok. Ha, das ging ja schnell, sagte er. Beide mehr, also er will zahlen. Gut. Und er ist auch durch. Ich komme gerade nicht drauf, wie das Game hieß. Ja, wie gesagt, das ist was, was man kennt. Also. So. Big Wok. Big Wok. Tagesgericht.
Big Rock. Big Rock. Das Tagesgericht. Ich frage mich, warum hier überhaupt so viele essen. Hier schmeckt es doch gar nicht. Nicht so ungeduldig. Hallo, so lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht, um bei dir abzukassieren. Die nächsten zwei. Oh, da kommt noch einer. So, Salat. Oh, jetzt wird es aber ganz schön viel. Shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er wollte. Tagesgericht. Pastete. Tagesgericht, Pastete. Salat. Tagesgericht. Ich habe keine Ahnung, was er hier wollte. Ich glaube auch Pastete, oder? Gott. Shit. Tagesgericht. Ja. Jetzt habe ich gerade richtig versagt. Ach shit, der wollte Tagesgericht. Wir hatten hier hinten, glaube ich, noch einen Salat, wenn mich nicht irre. Shit. Nein. Oh mein Gott. Pastete. So. Big Wok. Okay. Big Wok. Die brauchen noch. Da habe ich jetzt gerade ganz schön versagt. Ich war einfach nur dadurch abgelenkt, glaube ich, dass ich eben, Hä? What the fuck? Bei der hatte ich schon die Bestellung angenommen? Oh shit. Hatte ich bei der echt schon die Bestellung angenommen? Ja, das war nicht so erfolgreich, was ich hier gemacht habe. Aber gut. Ach komm, ich musste nur noch mal nachfragen, was du haben wolltest. So schlimm war das jetzt auch nicht. Kann sich auch anstellen. Gut, das war's für heute. Wir haben heute 15 Gäste bedient. Allerdings haben wir 3 verloren. Ihr müsst besser werden, wenn ihr weiter hier arbeiten wollt. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit war 5,1. Haben wir auch wieder einen Übersetzungsfehler. Hier habt ihr euer Gehalt. Kommt gerne wieder, um hier zu arbeiten. 80G. Ja, damit haben wir es doch geschafft. Oh, es ist schon Abend. Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Ich glaube, wir machen das letzte trotzdem noch alleine, um einfach zu wissen, was das für ein Spiel ist. Dementsprechend legen wir uns noch schlafen. Ja, ja, ich weiß. Wir werden in höchsten Tönen gelobt. Aber wie hieß denn das Game noch, was wir eben gespielt haben? Ich komme da gar nicht drauf. Wie gesagt, das ist auch was Bekanntes. Wo man halt, ja, Bestellung annehmen muss, abgeben, das Richtige bringen, abkassieren. Ja, wie gesagt, das gibt's schon. Also das, ja, ich komme aber nicht drauf.
So, Liste der offenen Stellen. Wir machen das letzte auch noch. Ja, wir wollen dir auch noch helfen. Denkt daran, verliert nicht die Fassung. Das ist das letzte Mal, dass ich mich freiwillig melde. Solche Sachen sollten Menos übernehmen. ich glaube, mit den weisen Kindern und auch hier in der Resistenz, das wäre nicht so gut gegangen mit Menos. So, wo ist sie denn? Ist sie das? Sie müsste das sein, oder? Ah, da seid ihr. Endlich. Ihr habt gerade erst angefangen und schon seid ihr mit eurer Arbeit in Verzug. Und was tragt ihr da überhaupt? Eine unverfrorene Beleidigung des guten Geschmacks. Zieht erst einmal das hier. Zieht euch auch immer so, immer im Kreis drin. Was? Was zum Henker soll das für eine Aufmachung sein? Wagt es nicht, diesen Ton mit mir dann zu schlagen. Ihr habt die Stelle schließlich angenommen, oder etwa nicht. Dann tut, was ich sage. Das ist eure Uniform. Wenn sie euch nicht gut genug ist, wisst ihr, wo die Tür ist. Wie ich sehe, seid ihr zur Besinnung gekommen. Und jetzt serviert meinem Gatten seinen Tee. Muss ich dafür irgendwas hier machen oder muss ich einfach nur hingehen? Ah, wie gerne hätte ich eine Tasse Tee getrunken. Aber es ist keinem übrig. Seid ihr so lieb und holt welchen bei Fräulein Ratzers Laden? Ja? Hier das Wechselgeld. Hier. Das Wechselgeld könnt ihr behalten. Was war denn Fräulein Ratzers Laden? War das der Shop? Habe ich nicht schon... Ich habe doch Tee schon gekauft, oder? Warum ist der Tee weg? Doch, ich habe Tee. Was ein Zufall. Gut, dass ich das einfach spaßeshalber gekauft hatte. Ah, danke für den Tee. Und sogar an Zucker habt ihr gedacht. Danke, wie nett von euch. Das war gut. Vielleicht ein bisschen fade. Ich bin sicher, das könnt ihr besser. Seid so lieb und holt etwas mehr. Und behaltet das Wechselgeld nur. Jetzt muss ich nochmal drauf achten, ob das nicht sogar teurer ist und er mir zu wenig gibt. So. Willkommen in Ratzers Laden. Was möchtet ihr kaufen? Tee. 25G, genau. So. Will er da jetzt Whisky dazu haben? Weil er sagte fade? Ja. Okay, nee, aber ich glaube nicht, dass er da Whisky dazu haben will, oder? Übrigens, mit Zucker ist natürlich jetzt nichts übrig geblieben. Also von wegen behaltet das Wechselgeld. Ah, danke für den Tee. Und sogar an den Zucker habt ihr gedacht. Danke, wie nett von euch. Das war gut. Vielleicht ein bisschen fade. Bin sicher, das könnt ihr besser. Seid so lieb und holt etwas mehr und behaltet das Wechselgeld nur. Okay, ich habe das Gefühl, er will wirklich Whisky da rein. Na gut, dann bekommt er Whisky noch dazu. Oder will er nur Whisky haben? Ja. Vielleicht will er nur Whisky haben. Egal, wir nehmen alles drei mit. Auch wenn mich das jetzt mehr Geld kostet, als ich habe. Also nicht, als ich habe, aber als er mir gegeben hat. Ja. Trink bitte mit Maß. Am Whisky. So. Schauen wir doch mal, ob ihn das zufriedenstellt. Ah, danke für den Tee. Was? Ihr habt auch Whisky? Keine üble Idee. Sagt aber bloß meiner Frau nichts davon.
Jetzt schläft er erstmal. So. Ah, mein Gatte ist eingeschlafen. Sehr gut. Ihr habt gute Ab. Okay, wenn das das Ziel war, ja, sehr gut. Jetzt zu etwas Wichtigerem. Warum glaubt ihr, brauche ich euch wohl? Ein Aperitif servieren? Natürlich nicht. Dafür habe ich doch Maria. Warum glaubt ihr, brauche ich euch wohl? Wovon redet ihr? Ah, das sollte mich nicht überraschen. Seid ihr wirklich so einfältig? Ihr wisst wohl nicht, dass die wichtigste Aufgabe der Magd das Vorbereiten von Gerüchten, Verbreiten von Gerüchten ist. Das dürfte doch hinreichlich bekannt sein. Aber wenden wir uns der eigentlichen Aufgabe zu. Die Gerüchteküche brodelt. Man behauptet, dass das Quiz Werdet Millionär, das mein Gatte mehrfach gewonnen hat, manipuliert wird. Diese Gerüchte geht es umgehend im Keim zu ersticken. Natürlich lässt sich das am besten durch ein Gegengerücht einrichten. Aber es ist Eide geboten. Jede Minute zählt. Geht und verbreitet das Gerücht sofort in der Stadt. Eure Belohnung wird sich nach der Anzahl der Leute richten, die ihr überzeugt. Okay, 2 Minuten Zeit. Ihr habt recht, wer mir steht allen offen, ob reich oder arm. Kann ich die Wachen auch? Alle, die bei Werbemillionär verlieren, haben bloß eine Pechsträhne. So kann man das auch sehen, schätze ich. Blabla. Okay. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil wir haben ja Zeitdruck und... Da wir Zeitdruck haben. Und die sowieso immer mehr oder weniger dasselbe sagen. Kann ich die auch überzeugen? Nein, okay. Also die in den Geschäften schon mal nicht. So, ihr habt recht, Herr Millionär. Kann ich die in den Häusern? Nein, in den Häusern geht auch nicht. Okay, also wirklich nur die, die rumlaufen. Kann man selbst die hier? Nein, die nicht. Wobei, vielleicht funktioniert das ja, obwohl die nicht antworten. So. Oma. Die haben wir schon. Den haben wir auch schon. Ja. Nein. Oh shit, vielleicht hätte ich das doch lesen sollen. Vielleicht muss ich manche mehrfach ansprechen. Nein. So. Ja, dann habe ich ja jetzt nochmal gerade Zeit nachzuschauen. Weil. Oder? Nein. Ja, scheinbar habe ich alle, oder? Also scheinbar war es doch so. Ja gut, dann gehen wir jetzt halt zurück. Also da das in den Häusern ja scheinbar nicht zählt. Ja. Ja, ich weiß, du hast eine Familie. Ich warte jetzt ja einfach die 17 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt noch hätte irgendwie mehr machen können oder nicht, aber... Ja. So, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Ihr habt 10 Leute überzeugt. Das ist nicht übel. Hier habt ihr eure Belohnung. 60? Du bist so beschissen geizig. 100 blablabla. Achso, ja, das ist nur der Standardspruch. Darf ich mich eigentlich irgendwie wieder umziehen? Das wäre super. Es ist schon Abend.
Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Ja, damit haben wir jetzt auf jeden Fall das Geld zusammen. Und können hier fliehen. So, ja. Mal gucken, wenn jetzt gespeichert wird, machen wir jetzt schon Schluss. Wobei, die hat noch eine Aufgabe. Egal. Wir machen jetzt schon Schluss. Dann haben wir heute erfolgreich zwei... Ja, das zweite würde ich nicht als Spiel bezeichnen. Da ist man einfach nur rumgelaufen. Also, wenn ihr da irgendeinen Zusammenhang mit einem Spiel seht, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich morgen nochmal die gute Dame ansprechen, ob sie noch einen Job für uns hat. Weil eigentlich haben wir genug Geld. Und ansonsten sehen wir uns ganz normal morgen wieder. Und tschüss!